Moinsen, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zum Red-Paladin-Guide. Ja, das hier, ne, ist der komplette vollwertige Red-Paladin-Guide. Wenn ihr den Anfänger-Guide sehen wollt, dann schaut nochmal auf meinem Kanal oder am Ende des Videos werde ich ihn vielleicht verlinken. Ne? Gut, Leute, wir werden erst einmal besprechen. Das hier ist ein Mythisch Plus und ein Raid-Guide. Beide Guides miteinander kombiniert. Schaut euch unbedingt beide Guides an. Denn es kann durchaus sein, dass ihr die Dungeon Mythisch Plus Rotation mal im Raid braucht, wo ihr den Boss Schaden macht oder auch andersrum. Gut, Leute, ne? Vor allem mit der Raid-Rotation, da könnt ihr euch echt überraschen lassen. Gut, Leute, wir besprechen jetzt erst einmal die Werte. Ja, meine Priorität, das ist allerdings meine Priorität und das ist subjektiv und das Ganze kann sich noch ändern. Aktuell ist meine Priorität Meisterschaft, danach kommt kritische Trefferchance und danach Tempo und danach Vielseitigkeit. Ja, das ist meine Priorität. Ja, das Ganze kann sich natürlich im Verlauf des Addons noch ändern, ja, oder beziehungsweise Season 1. Gut, Leute, dann besprechen wir jetzt erst einmal die Talente. Das hier sind die Mythisch Plus Talente. Ich werde die Kamera mal eben schnell ausblenden hier. Ne, Mythisch Plus Guide sieht hier unten. Das hier sind die Mythisch Plus Talente, die ich bevorzuge. Auf der linken Seite ein relativ standardgemäßer linker Baum. Wir werden hier noch einiges mal mit besprechen. Wir haben natürlich klar dabei, das Handauflegen ist logisch. Ne? Aura der Entschlossenheit. Also wir haben jetzt hier die beiden Auren dabei. Toxinläuter finde ich auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist ein wirklich sehr wichtiger Spell, nicht nur, weil wir dadurch zu blendendes Licht kommen, weil blendendes Licht ist auch sehr stark im Mythisch Plus, können wir auch durchaus aktivieren und dann mal die Gegner desorientieren und mal eben für einen kurzen Moment unterbrechen. Ja, das heißt, und wenn es nur eine Sekunde ist oder einen Cast, den ihr damit unterbricht, das Ganze lohnt sich. Ansonsten haben wir hier unten göttliches Ross, maximal 2 Aufladungen, Zurechtweisung zum Unterbrechen. Sehr, sehr wichtig, natürlich nehmen wir mit die zornige Vergeltung. Ja, das ist ganz klar, basic. Wir haben hier erhöhte Rüstung und kritische Trefferchancen mit dabei, Segen der Aufopferung, Segen des Schutzes nehmen wir mit, ja? Absolute Freiheit nehmen wir mit, Berührung des Lichts und hier unten gehen wir auf heilende Hände, ansonsten nehmen wir hier Abendrot und Morgenrot mit und gehen dann hier unten auf Siegel der Ordnung. Hier nehmen wir göttliche Resonanz mit, nachdem wir den göttlichen Glockenschlag mitgenommen haben und hier nehmen wir Siegel des Kreuzfahrers mit, ansonsten haben wir hier unten die ganzen Basics alle mit drin, die alle sehr, sehr wichtig sind. Ich blende die Kamera mal wieder ein. So, jetzt besprechen wir den rechten Talentbaum. Der rechte Talentbaum, weil es halt ein Dungeon-Build ist, ein Mythisch-Plus-Build ist, ist natürlich stark auf AOE, auf Massenschaden fokussiert. Ne? Ihr seht schon hier, wir sind nach hier unten rechts gegangen. Ne? Wir besprechen jetzt erstmal eben hier die Basics. Wir haben mit dabei Licht der Gerechtigkeit. Hier nehmen wir verbesserte Klinge der Gerechtigkeit mit. Hier haben wir letztes Urteil mit dabei. Dann haben wir hier geleitetes Gebet dabei. Und hier vorne Kunst des Krieges. Wir gehen hier ganz wichtig auf Kreuzzug, nicht auf Vergeltung, sondern auf Kreuzzug. Ja, ihr könnt hier natürlich auch swappen. Ja, das kann euch, das bleibt euch überlassen. Ja, ich bevorzuge allerdings Kreuzzug. Kreuzfahrerschläge oder Templerstöße. Ich sage Kreuzfahrerschläge. Das Ganze macht das Ganze noch passiv und ich finde es besser. Es ist meine persönliche Meinung. Kreuzfahrerschläge finde ich besser, wesentlich besser. Dann haben wir hier allumfassendes Urteil mit dabei, sind dann hier runtergegangen bis Klinge des Lichts. Hier haben wir letzte Abrechnung dabei. Das Ganze könnte man swappen zu Todesurteil. Ich bevorzuge allerdings für den AOE-Schaden, für den Massenschaden, letzte Abrechnung, weil das letzten Endes hier auch Massenschaden macht. Ja, die Aschewelle so oder so, sehr, sehr wichtig. Hier haben wir Schild der Vergeltung und unten sind wir hier in strahlender Ruhm rein, zu Asche verbrennen und sengendes Licht. Alles für den AOE. Ja, ganz, ganz wichtig, strahlender Ruhm. Wir aktivieren unsere Wings nicht mehr so wie gehabt, sondern über die Aschewelle. Ja, das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Synergie. Ne, strahlender Ruhm in Kombination mit dem Templer. Das heißt, wir machen hier alle 30 Sekunden machen wir eine Aschewelle, kriegen unsere Wings und können danach direkt den Templerschlag raushauen, ja, hier vorne, ne, unseren Hammer, Hammer des Lichts können wir raushauen. Ne. Ich finde diese Synergie aus diesen drei Spells einfach enorm gut. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ja, also, ne, wir bauen jetzt erstmal nochmal ein bisschen Heilige Macht auf, mal eben hier zwei. Ne, Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hier ist nicht mehr mein Red-Paladin. Mein Red-Paladin, der sitzt gerade bei 72. Ich will den jetzt gleich leveln und ich habe mir den mal eben ausgeliehen. Normalerweise habe ich meine gesamte Tastaturbelegung, habe jede einzelne Spell, jede einzelne Taste auf Tastatur. Ja, das habe ich jetzt hier nicht, okay? Weil ich möchte jetzt keinen fremden Account komplett nochmal neu belegen. Wir wollen jetzt gerade mal über die Aschewelle besprechen und die Synergie aus strahlender Ruhm. Ja, passt auf, zwei. Jetzt haben wir hier, zack, Wings und den Hammer. Ja, habt ihr gesehen? Diese Kombination extrem schnell, extrem effektiv. Ja,
zwei heilige Kraft aufbauen und das Ganze könnt ihr alle 20 Sekunden. Das ist halt einfach eine perfekte Synergie. Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich habe den Anfängerguide gemacht. Ne? Und der Anfängerguide, da habe ich hier alle Spells besprochen und sowas. Die könnt ihr euch gerne nochmal angucken, wenn ihr möchtet, wenn ihr das braucht. Ja? So, wir besprechen jetzt erstmal den Templar. Also, der Templar ist halt so, dass wir machen Aschewelle. Und nach der Aschewelle haben wir sozusagen 12 Sekunden Zeit, 5 heilige Macht aufzubrauchen, um einen Hammer des Lichts zu beschwören. Und der Hammer des Lichts macht sehr, sehr viel Schaden und auch AOE-Schaden. Ich werde das Ganze jetzt hier nur grob besprechen, weil sonst sind wir wirklich eine Stunde hier dran. Ja, lest euch das bitte selber durch. Ja? Die Talent-Strings, ja, die ich euch hier für die Talente, für Mythisch Plus und den Raid Guide gebe, die packe ich euch in die Videobeschreibung und auch in die Kommentare. Ja, das könnt ihr dann ganz einfach hier importieren. Dann drückt dann hier irgendwas rein und dann drückt ihr auf Enter und dann habt ihr die Strings drin. Ne? Mit Steuerung plus V fügt ihr die Strings hier oben ein. Ne? Genau dasselbe ist halt auch mit den Makros. Ja? Wenn ich habe euch hier Makros vorbereitet, die Links zu den Makros, ihr fahrt die perfekte Rotation, ihr drückt einen Knopf, fahrt die perfekte Rotation, macht den perfekten Schaden, seid im Damage Meter sofort auf Platz 1. Ja? Ich habe jetzt nicht zu viel in den Mund genommen, das werdet ihr gleich sehen. Ja? Gut, Leute, na, schnappt euch die Makros. Ja, die Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Wir haben jetzt hier noch eifrige Rechtschaffenheit mit dabei. Hammer des Lichts setzt sofort 2x Himmelshammer gegen euer Ziel ein und ne, wenn ihr es wirkt. Ja, ganz, ganz wichtig, das nehmen wir mit für den AOE. Das nächste Variable Talent ist unerbittliches Streitross. Und hier nehmen wir mit Heiligung. Ja. Also Leute, grob gesagt ist es halt so, dass dieser Hammer, dass der Himmelshammer bei 60 Stapeln einen zusätzlichen Himmelshammer einsetzt. Ja? Das heißt, hier oben haben wir die Stapel, die können wir stapeln, die werden wir im Laufe des Kampfes stapeln und dann gibt es halt einen richtig, richtig krassen Himmelshammer, der dann nochmal kostenlos ist und der runterhämmert und richtig viel Schaden fährt. Ja? Liest euch bitte die Talente hier selber durch. Ich werde euch das ja, wie gesagt, nur grob erklären. Ne? Aschewelle erzeugt Himmelshammer. Ihr baut 5 heilige Macht auf, ne, was mit Aschewelle so oder so echt easy ist. Und dann könnt ihr diesen Himmelshammer beschwören, macht eine Menge Schaden, macht eine Menge AOE-Schaden an Dank der Talente. Und ihr habt halt die Möglichkeit, im Laufe des Kampfes Errettung des Lichts zu stapeln, was dann dafür sorgt, dass ihr nochmal einen kostenlosen Himmelshammer benutzt. Zudem ist es so, dass wir hier in den Talenten noch Hammer des Lichts belegt eure Ziele mit Richturteil und erhöht euer Tempo für 6 Sekunden lang um 12%. Das heißt, Himmelshammer ist nicht nur ein Schaden, sondern erhöht auch euren Burst sozusagen. Ja? Und wenn Himmelshammer kritisch trifft, werden 100% des Schadens auf Gegner in der Nähe aufgeteilt und so weiter und so fort. Ja? Der Himmelshammer, absolut, absoluter Wahnsinn. Ja? Macht nicht nur Burst, macht nicht nur Schaden, sondern gibt euch auch defensive. Also sehr, sehr krass. Kommen wir jetzt zur Rotation, endlich. Ja, ich habe hier oben für euch 2 Makros vorbereitet. Das heißt, ich werde jetzt nur einen Knopf drücken, werde die perfekte Rotation fahren. Auf geht's. Ja, ich drücke jetzt nur auf 1. Hier oben läuft die Rotation. Ich zeige euch das nochmal schnell. Ja, hier oben läuft die Rotation auch durch. Da könnt ihr das Ganze verfolgen. Ne? Und auf geht's. So, die Rotation kommt. Ne? Wir haben jetzt hier einen Proc von Göttlicher Sturm. Den Proc, den brauchen wir bitte immer selber auf. Da kommt der Himmelshammer. Ne? Und weiter geht's. Ja, der nächste Göttliche Sturm. Zack. Und weiter geht's. Wir bauen wieder auf. Und der Damage. Habt ihr gesehen? Was für ein verrückter Schaden ist das denn bitte? Absolut verrückt. Ja, absolut verrückt, der Damage vom Raid Paladin. Und ich habe jetzt hier noch nicht das beste Gear auf dem. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich über in die Zingetage-Rotation. Ansonsten, wenn ihr eine schnelle Rotation braucht, ne, dann habt ihr halt, wie gesagt, ihr baut eben schnell hier 2 heilige Macht auf. Ne? In dem Fall habe ich die jetzt hier. Baut 2 heilige Macht auf, benutzt hier, zack, benutzt den Himmelshammer, ja, baut die nächsten heilige Macht auf, ihr habt eure Wings wieder aktiv, zack, und dann könnt ihr jetzt hier dann im meisten Fall 2-3 Mal göttlicher Sturm machen. Ja? Gut, Leute, da werde ich euch, wisst ihr was, ich werde dieses Short-Makro, ja, das, was ihr alle 30 Sekunden benutzen könnt, werde ich euch bauen und dann habt ihr das auch schon mal ready. Ja, das habe ich jetzt hier nicht in der Leiste, aber ich werde euch das bauen. Ich mache euch das fertig. Ja? Wenn ihr dann halt auf die Links klickt, und euch die Makros holt, ja, dann habt ihr das Short-Makro mit dabei, den Short-Damage. Ja. Cool, Leute, ne, dann geht es jetzt über in die M-Plus-Single-Target-Rotation, in den Boss-Schaden. Ja. Ich werde jetzt hier zu einem anderen Spot gehen, weil ich den Boss-Schaden, den Single-Target-Schaden nicht verfälschen möchte. Und das können wir am besten hier oben, weil hier oben ist nur eine Puppe. Ne. So, Leute, ich werde jetzt halt nur 1 drücken und werde die perfekte Boss-Rotation fahren. Ja, zack.
Und da kommt schon der Damage, da kommt der Himmelshammer. Und hier geht's los. Hm? Oh. Es kann durchaus mal sein, dass ihr zwischendurch ein hier vorne göttlichen Sturm abbaut, wenn ihr die Procs dazu habt. Ne? Das kann durchaus sein. Dann baut den bitte separat mit ab. Ne? Das heißt, ihr müsst dann halt eben außerhalb des Makros bei eben den göttlichen Sturm mit einbauen. Aber ich denke mal, das ist gar kein Problem. Ne? Gut, Leute, dann hätten wir jetzt hier mythisch plus Single Target, mythisch plus AOE. Und dann gehen wir jetzt über in... Wisst ihr was? Wir gehen jetzt über in einen schnellen für euch. Wird das eine Sekunde dauern. Für mich dauert das eben 2 Minuten, ja, und ich mache euch das mal eben schnell fertig und dann zeige ich euch den Short, ja, bis gleich. So, eine Sekunde vorbei, ja, für euch zumindest, ja. Ihr seht hier oben, 30 Sekunden steht, 30 Sekunden ist fest, wenn ich euch was sage, dann wird das auch gemacht, ne. So, zack, 30 Sekunden Makro, wir drücken, hauen rein, machen den Damage, ne. Oh, jetzt, ach so, ja, ja, klar, 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 klar. 2 hätte ich gemacht. Ne, bauen wir gleich nochmal um, bauen wir gleich nochmal ein Richterteil mit rein. Und dann haben wir hier unseren Burst. Ja, ich baue gleich nochmal im Richter-Time rein. Und dann ist das soweit ready. Und jetzt hätten wir die hier. Guck mal, jetzt haben wir den ready. Ja, wir haben den bereit, ja, weil wir die 60 Stacks erreicht haben. Gut, Leute, dann gehen wir jetzt gleich über in den Raid Guide. Ja, in den Raid Guide gehen wir jetzt über. Ich baue das gleich nach dem Guide. Baue ich da gleich nochmal eben schnell was mit rein. Und dann haben wir das fertig. Ja, dann funktioniert das auch. Das war jetzt halt mal eben auf die Schnelle so fertig gemacht. Für euch, ja. Für euch, für meine Lieben. Wenn ihr mich supporten wollt, dann abonnieren, kommentieren, liken das Video, würde ich mich sehr drüber freuen. Haut einfach mal ein paar Plus in die Kommentare. Finde ich sehr, sehr geil. Nimmt unbedingt, ja, ich habe eine Verlosung auf meinem Kanal am Start, ja, nimmt unbedingt an dieser Verlosung teil. Ja, ich verlose 1 Million Gold, ja, und schaut euch das Video dazu an. Und das geht noch bis zum 7., also noch ein paar Tage. Heute ist der 4. bei mir, ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ne, heute ist der 4., das geht noch bis Samstag, den 7. Wenn ihr das Video später sehen solltet, ich werde sehr oft Verlosungen machen auf meinen Kommentar, ne, auf meinen Kanal mit Gold, mit WoW-Marken und so weiter und so fort. Also ein Abo lohnt sich und in die Videos reingucken lohnt sich. Das kann auch sein, dass ich jetzt hier am 14. das nächste habe, vom 11. bis zum 14. oder vom 18. bis zum 21. Ne, schaut da unbedingt vorbei, da könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Ja? Hui Leute, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier über in Raid Single Target Raid. Wir werden jetzt erstmal was besprechen und zwar die Talente. Ja? Die Talente. Auf der linken Seite hat sich nicht großartig signifikant was verändert. Wie ihr die Talente importiert, das wisst ihr. Ja? Da könnt ihr dann halt nachschauen, das wisst ihr, wisst, wie ihr die Talente importiert. Ja? Ihr habt natürlich jetzt hier noch die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren, ja, aber das bleibt euch überlassen. Das bleibt wirklich euch überlassen. Der linke Talentbaum, der bleibt sich im Grunde genommen gleich. Ja, bis auf ein, zwei Kleinigkeiten. Deswegen brauchen wir das jetzt da nicht großartig drauf eingehen. Hier auf der rechten Seite, ne, ändert sich schon einiges. Ja. Hier haben wir, sind wir komplett auf Single-Target-Schaden gegangen. Wir haben natürlich aber auch hier strahlender Ruhm mit dabei, weil die Synergie einfach zu heftig ist. Ja, wir haben jetzt hier mitgenommen das Todesurteil, Wille des Schafsrichters und wir sind hier unten auf göttlicher Richter gegangen. Ne. Das heißt, Urteil des Hochlords und Heilig. Schlagschaden verursachende Fähigkeiten gewähren euch einen Stapel göttlicher Richter. Bei 25 Stapeln fügt eure nächste heilige Kraftverbrauch eine Einzelschadenfähigkeit eurem Primärziel 272.000. Die Zahlen können euch variieren. Heiligschaden zu, sowie innerhalb von 6 Metern nochmal einen AOE. Ne? Aber ihr seht halt hier, das ist schon komplett auf Single Target ausgelegt. Die Variablen, ne? Wir haben jetzt hier geleitetes Gebet mit dabei. Wir haben hier Gunst des Krieges mit dabei. Wir sind hier auf Lichtrutsch gegangen, dann sind wir jetzt hier unten auf Schwung des Frontkämpfers. Wir haben jetzt hier mit dabei heilige Flammen. Ein göttlicher Sturm verursacht 10% mehr Schaden, wenn er einen Gegner trifft, der von eurer Ausmerzung betroffen ist. Weitet sich der Effekt auf bis zu 4 betroffene Ziele aus. Ja, das heißt, wir haben auch ein ganz kleines bisschen AOE hier mit dabei. Das Ganze ist hier natürlich variabel. Ihr könnt natürlich auch hier Klinge der Gerechtigkeit trifft nun Gegner in der Nähe, könnt ihr auch mitnehmen, ja. Aber ne, das Ganze ist hier komplett auf Single-Target-Schaden fokussiert. Wir haben auch hier wieder die Kreuzfahrerschläge mit dabei. Ne? Talent-Strings und so weiter könnt ihr euch, ihr wisst, wie ihr die kopiert. Wenn ihr das nicht wisst, dann spult unbedingt nochmal zurück und dann schaut euch das an. Ja, und dann könnt ihr ja sehen, da könnt ihr euch das einfach so in die bei euch übernehmen. Ja, je nachdem, ob ihr Raid oder mit Schluss braucht. Gut, Leute, ne? Dann geht es jetzt hier auf in die Raid-Single-Target-Rotation. Wir werden das Ganze wieder oben machen bei der Puppe, denn wir wollen den Schaden ja nicht fälschen. Ne? So, Leute, dann haben wir es hier. Ganz simpel und ganz einfach. Das setzen wir mal eben schnell zurück. Und auf geht's. Ja? Wenn ihr auch hier wieder Procs bekommt, ne?
dann denkt bitte daran, dass ihr die eigenständig aufbraucht. Ja? Das verstärkte Urteil. Ja, nicht die Procs vom Urteil verwechseln mit dem verstärkten Urteil. Ja? Das ist die Single-Target-Rotation. Ihr habt gesehen, sehr, sehr viel Schaden. Jetzt könnten wir hier weitermachen mit letztes Urteil und. Ja, also ihr wisst ganz genau, wie es funktioniert. Und falls ihr es noch nicht genau wisst, ja, mit dem Red Paladin, falls ihr komplett frisch seid, ja, dann schaut euch unbedingt dieses Video hier oben an. Ja, da ist das ist der komplette blutige Anfängerguide. Da erfahrt ihr alles, was wichtig ist. So Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Schaut unbedingt in die Videobeschreibung und in die Kommentare rein. Schnappt euch die Makros, Leute, kennt ihr die Leute? Ja, die immer in den Dungeons rumflamen und rumheulen und hier und da zu wenig Scham, bla bla, sowas. Das Ganze könnt ihr ganz einfach und simpel umgehen. Schnappt euch einfach die Makros hier, ja? Ich brauche schnell das eine Makro nochmal um. Bis gleich, bis dann. Ciao, ciao.